Herzlich willkommen zu Siegercoach TV Nummer 16. Heute das Thema der Müllhaufen. Wenn wir uns bildlich mal vor einen Müllhaufen setzen und uns Gedanken machen, was das wohl mal gewesen ist, was da liegt, was hat das mal genutzt, wo ist das hingegangen, hat es einem Freude bereitet? Und genau so muss man einen Müllhaufen ansehen. Wir kaufen vieles, was wir später gar nicht mehr brauchen, uns zwar belastet und vielleicht auch Freundschaften kostet oder Partnerschaften, bloß wegen irgendeinem Ding, das wir gekauft haben. Ist doch genauso, wenn wir ein Auto kaufen, eine Wohnung, ein Haus, alles ist irgendwann dem Untergang geweiht, also nichts ist für immer. Höchstens, man tut es natürlich renovieren oder wie beim Auto Ölwechsel machen, es pflegen oder wie ich bei meinem Kaffeevollautomaten es entkalken und immer wieder putzen und das ist immer, aber irgendwann ist es soweit und das Gerät geht dahin. Und so ist es doch auch, wir kaufen viele Sachen, die wir später nicht brauchen. Wo meine Eltern gestorben sind, habe ich grundsätzlich mal meinen Klamottenkonsum auf den Prüfstand gestellt. Und ich habe wirklich nur noch das, was ich wirklich brauche. Wir kaufen und kaufen sowieso auch in der Konsumgesellschaft vor dem Coronavirus. Jetzt ist es natürlich nochmal wichtiger zu sehen, weil jetzt haben wir die Zeit, unsere Sachen zu entrümpeln. Und jetzt kommt der Kasus Knaxus Nummer 2. Nicht nur, dass wir den Müll betrachten sollten, ob es das wert war, das Ding, was wir gekauft haben. Ich habe auch schöne Sachen, also keine Frage. Ich bin nicht gegen Konsum. Aber wir müssen alles mal auf den Prüfstand stellen. Und jetzt in der Corona-Krise haben wir mal unsere Speicher entrümpelt, haben mal geguckt, was wir alles vielleicht für Schätzchen oder keine Schätzchen auf der Bühne haben. Und wo dann die Recyclinghöfe da auch offen waren, waren riesige Schlangen vor dem Recyclinghof. Ja, und so ist es auch mit dem Leben, wenn wir nicht entrümpeln, wenn wir nicht Dinge fortwerfen. Entweder muss es später jemand machen, der nach uns kommt, oder wir machen es während dem Leben und dann entrümpeln wir auch gleichzeitig unsere Seele. Ich hoffe, diese Erkenntnis, diese Metapher, beziehungsweise ist eine wahre Metapher, bringt euch weiter und zeigt euch Ansätze, wie ihr das lösen könnt. In diesem Sinne, bleibt gesund, euer Siegercoach Sven William. Siegen ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Wir hören und sehen uns. Ciao.